Hey Leute, ich bin's Conny und heute spielen wir wieder Lumion Legacy. Es geht genau dort weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Ich habe offscreen nicht mehr viel gemacht. Ich habe ein paar Lumions gesucht, aber keine gefunden. Hab nicht weitergelevelt, weil ich ohnehin schon overlevelt war. Und wir gehen jetzt rein ins Battle Theater. Und es fällt mir echt schwer, das Ding ein Theater zu nennen, weil es ist für mich immer noch eine Arena. Aber gehen wir einfach mal rein. Wer bist du denn? Warum guckst du mich so an? Eines Tages bin ich der Battlestar von Hyver Village. Pass ja auf. Okay, Bro. Aber mit diesen Sneakern, glaube ich eher nicht. So, wir kennen den Drill. Wir gehen einfach links rein. Ey, Bro. Ey, Lumion Trainer. Bist du hier, um an der Challenge teilzunehmen? Ja, klaro. Alles klar, folge mir. So, wir sind da. Ich packe jetzt erstmal mein Wasserlumien auf Platz 1. Ich glaube, die können hier so bleiben. Und dann gehen wir einfach rein. Deine erste Runde im Battle Theater wird gleich beginnen. Bist du bereit, die Bühne zu betreten? Ah, klaro. Alles klar, folge mir. Jetzt geht's ab, Leute. Oh yeah. Willkommen für unseren neuen Herausforderer. Everybody give it up for Conny. Bitte betrete die Stage. Alles klar, Zuschauer. Du weißt... Oh, jetzt habe ich nicht hingeguckt. Okay, was ist das? Das Feuer und Drehen. Für deine erste Herausforderung musst du versuchen, jedes dieser Feuer mit einem Block zu verdecken. Du kannst jeden Block so lange bewegen, wie kein anderer Block im Weg ist. Und solltest am besten nicht ins Feuer treten. Ja, also, das kriege ich, glaube ich, hin. Viel Erfolg. Na, das erste Feuer ist einfach. Das schieben wir einfach so. Bam. Weg ist es. Der Block hier geht nach hier unten, offensichtlich. 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und 6. Und dann schieben wir es runter. Bam. Okay. Was eigentlich, wenn ich die Blöcke vom Feuer wieder wegschiebe? Verbrenne ich dann? Ja, ich würde das hier zuerst dorthin schieben. Das macht mehr Sinn, wenn ich das erst hinschiebe, damit hier nicht mehr blockiert wird. Und ich gehe lieber so, sonst steppe ich ins Feuer. Ja, jetzt können wir es sehen. Wenn ich so schiebe, ist das Feuer wieder da. Okay. Das heißt, es ist gefährlich, so einen Block wegzuschieben, wenn da drunter schon Feuer ist. Dann bin ich tot. Aber wir haben es jetzt. Yeah! Gut gemacht! Das Puzzle ist gelöst. Zeit für unseren ersten Herausforderer. Bist du bereit, dich mal gegen meine Flamme zu stellen? Das hoffe ich doch. Weil jetzt wäre es sowieso zu spät, nochmal aufzugeben. Alles klar. Sie schickt Embit. Naja, viel Erfolg, Embit. Du wirst es brauchen. Hydro Slash, komm. Oh, Embit war ein One-Hit. Wie traurig. Ich bin nicht nur overlevelt, sondern auch noch sehr effektiv. Und was kommt jetzt, Kreital? Reburn, oh mein Gott. Das ist natürlich jetzt eine Nummer härter. Wenn der Embit jetzt auch entwickelt ist, ein Level höher, dann haue ich einen Geysir auf ihn rauf. Und er ist weg. So war es das schon? Ich bin völlig ausgebrannt. Haha, lustiger Witz, okay. Was für ein unglaublicher Kampf. Fantastische erste Runde, Conny. Wir werden nach einer kurzen Werbeunterbrechung wieder für Sie da sein. Okay, wenn jetzt schon Zeit für eine Werbeunterbrechung ist. Also ich würde sagen, ich gehe direkt rein, weil ich habe ja nicht mal Schaden bekommen. Also rein in die nächste Runde. Yeah! Sagt alle wieder herzlich willkommen zur nächsten Runde von Conny. Conny, Conny, Conny. Bitte betrete die Bühne, Conny. Für die Runde 2 musst du unser nächstes Puzzle lösen und das ist etwas komplizierter. Alles klar. Dann lass mal gucken. Eigentlich sieht das einfacher aus. Man muss halt gucken, welche Parts man wie jetzt nimmt. Wisst ihr was? Ich mache einfach drauf los. Wir brauchen einen Plan. Pff. So. Das ist schon mal verdeckt. Das packe ich... Nee, das kann ich hier gar nicht hinpacken. Das ist schlecht. Oder kann ich das hier hinpacken? Oh oh. Ich habe versagt. Ich habe versagt. Wenn das Part hier ist, dann kriege ich es dann nicht mehr raus. Okay. Reset. Also muss das entweder unten oder da oben hin. Verstehe. Dann machst du mal kurz Platz hier. Machst auch mal kurz Platz hier. Und du machst auch mal kurz ein bisschen Platz hier. Dann nehmen wir den Block und schieben den da erstmal rüber. Nein, ich bin der Meinung, der muss auf jeden Fall hier oben hin. So. Des Weiteren bin ich der Meinung, dass ich den da nicht hin hätte schieben sollen. Den kriege ich da gar nicht mehr weg. Oh, ich bin so ein Idiot. Okay, ich darf nicht mehr einfach so Sachen verschieben. Vielleicht ist es auch nicht so smart, die hier zu verdecken. Aber ich versuche mal, was wir können. Ja, ich glaube, ich setze das nochmal zurück. Ich glaube, es macht mehr Sinn, das Ding da rüber zu schieben. Aber dafür... Man darf die Sachen nicht an den Rand schieben, weil wenn die am Rand sind, dann ist RIP, dann ist vorbei. Also schiebe ich den hier hin, schiebe das dann hier hin. Hier mal ganz kurz ein kleines bisschen Platz, nicht zu viel Platz machen. Wir wissen, Platz machen kann schon mal böse ausgehen. Jetzt laufe ich hier hin, schiebe den nach da. Dann schieben wir den hier einmal rüber, schieben den wieder zurück nach Hause. Dann holen wir uns den Block und schieben den da rüber. Und dann schieben wir den da rein. Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt smart ist, aber ich sehe die besten Chancen, wenn ich die hier so reinschiebe. Ich hoffe, das ist jetzt kein Müll, den ich mache und ich müsste die nirgendwo anders hinschieben. Aber
Aber ich glaube, ich habe Müll gemacht. Nein, ich habe keinen Müll gemacht. Oh mein Gott, ich habe gar nicht dran gedacht, dass man die so schieben kann. Dann ist alles tamam. Okay, also schiebe ich den jetzt hier runter. Dann kann man natürlich viel mehr machen. Ich hatte irgendwie gerade so eine richtige Gedankenblockade. Den Block schiebe ich nach da, damit er nicht an den Rand rankommt. Dann schiebe ich ihn einen Block nach unten. Dann schiebe ich ihn wieder nach da. So. Und dann schiebe ich ihn hier nach unten. Und ich kann ja eigentlich den Block einen nach unten schieben. Dann kann ich ihn rüberschieben, ohne selbst ins Feuer zu steppen. Und dann kann ich ihn einen hochschieben. Der schlaue Boss, Leute. Der schlaue Boss. Und dann habe ich das easy gemacht. Ich habe nicht dran gedacht, dass ich die so verschieben kann. Das war blöd von mir. So hätte ich das Rätsel viel einfacher lösen können. Aber na gut. Haben wir jetzt geschafft. Großartige Arbeit. Zeit für den nächsten Herausforderer. Und er ist... dieser Mönch. Wir stehen tief in deiner Schuld für deine Dienste in der Pagode, junger Meister. Nur leider bedeutet das nicht, dass ich es mit dir einfach angehen werde in diesem Kampf. Alles klar. Werde ich mit dir auch nicht. Oh, aber er haut ein Skilava raus. Okay. Das ist natürlich dann auch einfach mal ganz schnell weggehydro-slashed. Oh, er macht Quick Pounce. Ehrenlos. 2 HP habe ich... Nee, 3 HP habe ich sogar verloren. Wie soll ich das jemals überleben? So, und jetzt schickt er Kreital. Nö, ich brauche nicht wechseln. Ich habe das beste Lumion, das man für diese Arena nehmen kann, ausgerüstet. So, und Kreital kriegt von mir ein Geysir. Ah, und weg ist er. Würde ich auch sagen. Nur 204 Experience, das war ja wack. Ich bin nicht überrascht, dass du dich so gut geschlagen hast. Ja, ich auch nicht. Und ich habe 912 Moneys bekommen. Dankeschön. Großartige Performance, bla bla bla. Kurze Werbeunterbrechung. So, die Werbeunterbrechung ist vorbei und wir gehen dann wieder rein. Ich brauche mich da nicht heilen. Diese 3 HP ist vollkommen egal. Finale Runde. Alles klar. Okay, ich hoffe, ich werde mich beim letzten Rätsel jetzt nicht... so sehr blamieren. Conny kommt zurück auf die Bühne. Jeder einmal Applaus. Dies, das. Mit seinem Riesen... mit seiner Riesenkrabbe hinter ihm. Seine finale Herausforderung kommt nun aus dem Boden heraus und... ui. Das sieht einfacher aus. Ja, das ist einfacher. Das einzige Problem, das wir hier haben, ist... dass sich die Sachen halt nicht so sehr überschlagen dürfen. Aber es ist offensichtlich, wo was hinkommt. Das hier kommt da oben rein. Und das hier kommt auch da oben, aber rechts rein. Oh, jetzt muss ich einmal außen rumlaufen. So, und dann schieben wir es einfach mal hoch. Ich hoffe, ich laufe jetzt nicht ins Feuer rein. Aber macht eigentlich keinen Sinn, wenn ich ins Feuer reinlaufen würde. Und dann seht ihr es, der kommt da unten hin. Das ist viel einfacher. Das ist so viel einfacher. Nee, das letzte Ding war auch einfach. Ich hatte einfach nur eine Gedankenblockade. Eigentlich war das letzte Ding einfacher, oder? Es war auf jeden Fall auch einfach, aber so haben wir es geschafft. Herausragend! Zeit für den nächsten Herausforderer! Es ist der Battlestar Akio! Du hast dich sehr gut geschlagen, so viele Herausforderungen zu meistern. Du hast die heilige Pagoda von der Dunkelheit befreit und meinen Sohn aus einer misslichen Lage gerettet. Du hast meinen Respekt verdient. Das Einzige, was du nur noch machen kannst, ist gegen mich in einem Kampf zu siegen. Aber ich muss dich warnen, ein Sieg wird dir nicht einfach fallen. Yeah, Akio. Oh, der trägt eine lustige Maske. Ist er etwa einer der Masken? Also ich glaube, der Sieg wird mir einfach fallen, weil auch wenn deine Lumiens jetzt so 2 Level höher sind als die davor, ich bin komplett overleveled und habe einen Type Advantage. Also ich werde dich immer noch one-hitten mit meinem Geysir. So. Weg ist er. So, was hast du noch so zu bieten? Oh, ich bin Level 29. Yeah. Shaoshi ist auch Level 29. Und er schickt Whispup. Kenne ich gar nicht. Wisst ihr was? Ich werde jetzt mal meine Lumions wechseln, weil ich es mir erlauben kann. Der Kampf wird so einfach. Ich will mal Shaoshi in den Kampf schicken. Man muss ja nicht immer mit dem gehen, was am einfachsten ist. Da ist Shaoshi und da ist Whisp. Das scheint Geister-Lumion zu sein. Ich mag Geister-Lumions. Da kann ich keinen Rainbow Blast machen. Alles klar. Dann mache ich Brainwash. Und One Hit. Mein Shaoshi ist auch so unglaublich stark. So, noch mehr Experience. Geil. Und Krakaloa. Keine Ahnung, was das ist, aber ich werde mal wieder Lumion wechseln, weil ich es mir mal wieder erlauben kann. Und jetzt hole ich... ich hole mir keinen Kabunga. Das ist eine große... Es ist gefährlich, jetzt Kabunga rauszuholen. Ich hole mal meinen Kreital raus, weil ich glaube, das, was er holt, ist die Weiterentwicklung vom Kreital. Und dann kann mal ein schwacher Kreital gegen seine Weiterentwicklung kämpfen. Zumindest klingt das so vom Namen her. Und auf jeden Fall ist das die Weiterentwicklung. Alles klar. So, ich mache jetzt erstmal einen Power-Fokus. So, meine Melee-Attack-Rose und meine Ranged-Attack-Rose auch. Hat mich kurz angegriffen. Und jetzt mache ich einen Fire Slam. Oh, er macht Dodge, das ist nicht dein Ernst. Bitte sag mir, dass ich trotzdem noch angreifen kann. Wenn ich jetzt nochmal einen Fire Slam mache, bitte sag mir, dass ich trotzdem noch angreifen kann. Ja, kann ich. Aber es ist nicht sehr effektiv. Es macht echt wenig Schaden. Er macht 2. Damit wird er mich wahrscheinlich besiegen. Und er macht noch einen Slash und oh ja. Okay, bringt mir nicht viel. Dann hole ich doch wieder meinen Winter Kieran raus. Und der würde ich jetzt fertig machen. Er boxt mich einmal, macht mir wieder ein bisschen Schaden. Und naja, jetzt wird der Vulkan mit einem Geysir gelöscht.
und weg ist er. 505 Experience. Yeah. Safe-Online ist Level 30 und ich habe 1300 bekommen. Herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg. Das war's, verehrte Zuschauer. Wir haben einen Sieger. Herzlichen Glückwunsch an Conny für seinen großartigen Sieg im Battle-Theater vom Hiver Village. Du hast dich auf so viele Arten und Weisen behauptet. Du hast das hier verdient. Ja. Ich habe die Medaille der Weisheit erhalten. Nice. Hiver Village, lange Feuer Lumiens als Symbol der Weisheit. Feuer ist Weisheit? Okay. To wield such power takes great effort and patience. Bla 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 bla. Ich bin sehr beeindruckt, was du erreicht hast. Ich möchte dich mit einer speziellen Application auf deiner Lumi-Watch belohnen. Yeah, the controlled burn application was installed on your Lumi-Watch. Ach, kontrolliertes Verbrennen. Dann gibt's keinen Zerschneider, sondern ich kann die Pflanzen dann verbrennen. Das macht auch Sinn. Mit controlled burn app kannst du halt Büsche verbrennen. Ich hoffe, es wird dir sehr nutzen auf deiner Reise. Und eine letzte Sache noch. Das letzte Mal, als wir uns begegnet haben, habe ich eine alte Schriftrolle erwähnt. In der Schriftrolle wurde ein ähnlicher Fall wie der, den wir gerade erlebt haben, erwähnt. Ich habe die Schriftrolle gefunden und der Text erzählt von einer antiken Kraft, die selbst die Herzen der nobelsten von uns Menschen korrumpieren kann. Der Rest der Schriftrolle war zerflettert und zerrissen und ich war nicht in der Lage, den Rest zu entziffern. Was auch immer es ist, mit dem wir es zu tun haben, es ist eine sehr alte und böse Kraft. Sei sehr vorsichtig auf deiner weiteren Reise, junger Held. Ich wünsche dir großes Glück, Hoffnung, bla 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 bla. Und er läuft weg. Tschüss. Ihr habt es scheinbar sehr eilig gehabt. Ich gehe dann auch mal weg. Ach ja, das war mal wieder ein erfolgreicher Abend in der Battle Arena. Battle Theater, Entschuldigung. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall erstmal ins Lumion Center, um unsere Lumions wieder ein bisschen zu heilen. Also damit werden sie jetzt geheilt. Und ich meine, ich habe mir die Medaille der Weisheit auf jeden Fall verdient, weil es war sehr weise von mir, ein Wasser-Lumion hochzuleveln, um gegen eine Feuerarena anzukämpfen. Das hat auf jeden Fall ziemlich gut geklappt. Ich gehe jetzt erstmal raus aus Hiver Village, weil meine nächste Mission ist es wahrscheinlich dann, durch diese ganzen Büsche durchzugehen. Und es gibt noch einen Busch, dem wir sehr früh begegnet sind und den werde ich aufbrennen. Wir gehen jetzt erstmal zurück auf Route 1, um uns da wahrscheinlich eine einzelne Belohnung abzuholen. Aber das werden wir jetzt machen, bevor wir da hinten weitermachen. Oh, hier gibt es ein paar Leute mit coolen Lumions. Und wieder angekommen auf Route 1, müssen wir jetzt nach der Stelle suchen. Übrigens, der Trainer, den ich angesprochen habe, mit dem man immer wieder kämpfen kann, ist der gute Dude hier. Also werde ich jetzt noch einmal mit dem kämpfen. Aber es bringt halt nichts, weil seine Lumions sind halt wirklich sehr schwach. Aber wenn ihr sehr underlevelt seid und noch leveln möchtet, dann macht's gegen den hier. Und der hat halt so ganz schwache Twillards. Ich kann den natürlich easy one-hitten, weil der ist Stufe 4. Aber für den Anfang bringt das auch was zum Leveln. Und bringt natürlich auch ein bisschen Cash Money, weil wenn ich den jetzt besiege, 32 Experience, naja. Aber 128 Cash Money. Aber hier war gar nicht der... Doch, da hinten ist der Busch. Okay, hier gehen wir hin. Und dann sprechen wir immer die Pflanzen an. Liebler Blub, blockieren den Pfad. Möchtest du Controlled Burn verwenden? Ja. Und es wird verbrannt. Okay, und jetzt können wir gucken. Natürlich ist hier hinter nur eine kleine Kiste. Die tätig kaputt. Bam! Und Move Manual, Mats Better. Okay, was kann Mats Better? Gucken wir mal nach. Okay, es ist einfach eine Erdattacke mit 55 Schaden, also gar nicht mal so schlecht. Und sie verringert die Geschwindigkeit vom Gegner. Kreital und Cepholin könnten sie lernen. Ja, ich guck mal, ob Kreital was damit anfangen kann. Ja, dann machen wir Spare dafür weg. Weil für Spare habe ich ja schon Cepholin. So, und wenn ich schon hier bin, was machen die ganzen Lianen da oben? Dann kann ich auch mal nach Hause gucken, ob sich da irgendwas geändert hat. Ich meine, ich war so lange nicht mehr zu Hause. Und zurück zu Hause sehen wir, okay, hier gibt es jetzt meine zwei Medaillen, die ich schon erworben habe. Man sieht auch, es gibt dann wahrscheinlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 weitere Battle Theaters, mit denen ich mich noch anlegen kann. Sonst ändert sich hier nichts. Und ich möchte einfach mal noch ins Labor gucken, ob ich da jetzt wirklich die Steine sehen kann, die ich rübergeschickt habe. Oder ob mein Vater mich einfach nur angelogen hat. So angekommen im Labor sind da Vatern und Muttern. Hier sind wieder Lumions. Da könnte ich wieder Starter-Lumions kaufen. Will ich aber nicht. Hier hinten sind keine Steine zu finden. Okay, man könnte jetzt sagen, okay, Vatern hat die Steine in dieser Maschine hier drin. Dann könnte man sie auch nicht sehen. Ey, Vatern. Oh, hey, Champ. Viel Glück da draußen. Deine Mutter und ich werden hier bleiben und dich anrufen, falls du nicht weiter weißt. Wir bleiben in Verbindung über die Lumi-Watch. Okay. Vater hat keine neuen Voicelines bekommen. Es ist so, als wäre ich noch gar nicht losgelaufen. Na gut, ich würde sagen, dann wäre es auch erstmal mit Lumion Legacy. In der nächsten Folge gucken wir dann weiter, wo uns der Weg hinführt. Werden dann wahrscheinlich das nächste Stück oder die nächsten Hinweise auf das nächste Tafelsteinstück Dings finden. Und ich hoffe, dass ich in der nächsten Battle Theater dann auch endlich eine App bekomme, die mich schnell reisen lässt. Weil diese Reisen, die dauern echt so lange. Ich muss die ganze Zeit hier immer wieder runnen und dann weiterlaufen. Das ist echt weit. Ich hoffe, es gibt bald Schnellreise. Falls ich irgendwas unbedingt in diesem Spiel noch machen soll, dann schreibt es mir in die Kommentare. Das war's erstmal mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal. Bis dann und tschüss.
Ciao!